Ja, was Sie jetzt eben im Film mitbekommen haben, war ein sogenannter Runway Change. The crew and equipment changing pictures. Pictures we're changing runway 408. Turn left heading 260. Runway Change, zu Deutsch der Wechsel der Betriebsrichtung, ist immer eine Störung im Betriebsablauf. Es ist immer besser, wenn stetig in eine Richtung gestartet und gelandet werden kann. Der Durchsatz auf der Piste ist dadurch ziemlich hoch. Warum drehen wir überhaupt die Bahn? Der maßgebende Faktor ist hier der Wind. Starts und Landungen müssen von der Regel her immer gegen den Wind stattfinden. Das ist wie beim Drachensteigen. Wenn man versucht, mit dem Wind einen Drachen steigen zu lassen, dann wird man kläglich scheitern. Macht man das Ganze aber gegen den Wind, hilft der Wind, man muss nicht so schnell rennen und der Drachen steigt sehr schnell in die Luft. Und genauso ist es beim Flugzeug. Der ursprüngliche Plan war, die Condor 957 aus dem Südwesten kommend über der Stadt München Richtung Osten zu führen und dann gegen den Wind anfliegend hier auf den Flughafen zufliegen zu lassen. Im konkreten Fall war die Entscheidung, die Piste zu drehen, genau zu diesem Zeitpunkt, als die Condor 597 schon die Stadt München überflogen hatte und eigentlich schon mehr oder weniger quer ab des Flughafens war. Die Crew musste also, angewiesen von der Flugsicherung, hier südlich des Flughafens wieder eine Linksbiege machen und dann Richtung Westen fliegend mit einer Rechtskurve auf das Anflugsystem für die Südbahn, jetzt Richtung 0808, kommt von der Windrose, also Richtung 80 Grad, in Richtung 80 Grad anzufliegen. Am Anfang stand hierbei das Instrumentenlandesystem noch nicht zur Verfügung. Das Instrumentenlandesystem besteht aus zwei Komponenten. Es sind zwei elektronische Leitstrahlen. Der eine ist am Ende der Piste angebracht und gibt die Richtungsinformation. Der andere ist am Anfang der Piste installiert und gibt die Höheninformation. Sodass also, wenn beide Informationen zur Verfügung stehen, das Flugzeug in der richtigen Höhe, in der richtigen Richtung, genau auf den Beginn der Landebahn geführt wird. Allerdings kann das Instrumentenlandesystem immer nur für eine Betriebsrichtung eingeschaltet werden, weil es sich sonst gegenseitig stören würde. Deshalb musste sich die Crew in der Anfangsphase auf einen sogenannten NDB-Anflug einstellen. Das NDB ist ein ungerichtetes Funkfeuer. Es funktioniert ähnlich wie ein Radiosender und sendet Funkwellen in alle Richtungen aus. Der Pilot kann dieses Funkfeuer anfliegen, kriegt hier also eine Richtungsinformation, kann es überfliegen und muss dann mit der entgegengesetzten Richtungsinformation vom Funkfeuer abfliegen. Ein ziemlich aufwendiges navigatorisches Verfahren im Gegensatz zum ILS-Anflug. Circa 2 bis 3 Minuten vor der Landung konnte dann das Instrumentenlandeverfahren wieder zur Verfügung gestellt werden. 157, die ILS on runway 08 right is working now. Do you want to continue on the ILS approach on runway 08 right or continue NDB? 157, continue on the ILS. 597, so you re-cleared for the ILS approach on runway 08 right. 597 cleared ILS 08 right. So, ich gebe da jetzt mal kurz das ILS ein. Ja. Okay. Wegen der höheren Genauigkeit hat die Crew das auch gerne angenommen, sodass dann binnen kürzester Zeit die Landung erfolgreich auf der Piste 08 rechts durchgeführt werden konnte. Was mir besonders gut gefallen hat, war das optimale Zusammenspiel zwischen dem Kapitän und der fliegenden Co-Pilotin. Er hat sie optimal unterstützt in jeder Phase während des Anflugs. Ich hätte mich auf diesem Flug im Cockpit sehr wohl gefühlt.